Also wir haben jetzt hier eine Vogtländer, brillant. Und das Problem ist, dass die Linsen von diesem schönen Teil, so wie der Spiegel hier auch, so, also man sieht jetzt hier zum Beispiel, das hier ist die Linse, die hier oben im Sucher ist. So, jetzt müssen wir nochmal gucken, dass wir hier Licht reinkriegen. So, und der Spiegel hier ist auch nicht so sauber. Das reinigen wir jetzt alles gleich. Ich habe dafür die Linse hier ausgebaut. Hier die kleine Linse ist natürlich auch von innen. So wie natürlich auch diese hier ist sehr verschmutzt von beiden Seiten. Also die kommt dann hier drauf und die ist natürlich von beiden Seiten sehr, sehr verschmutzt gewesen, wie man hier sehen kann. Aber das Schöne, sie löst aus. Und von daher lohnt sich natürlich eine kleine Wartung, weil wir werden natürlich später dann auch Rollfilm einlegen. Und das ist eine 6x9 Kamera von Vogtländer. Von daher, es ist natürlich etwas Besonderes. Die ist so um die 1930 ist die Kamera gebaut worden. Also ein besonders schönes Stück auch. Und wir machen uns jetzt mal an die Arbeit und werden das ganze Teilchen reinigen. Auch hier oben diese. Und das Komische ist, während das untere Objektiv so ein 7,5 ist das obere früher bei den Kameras meistens lichtstärker gewesen. Das heißt, wenn man durch den Sucher geguckt hat, hat man das Bild viel klarer und heller gesehen. Und hier unten dieses echte Objektiv, was denn hinterher auf den Film aufnimmt, das war eigentlich nicht so lichtstark. Aber wir, wie gesagt, reinigen erstmal. Dazu nehmen wir ein Wattestäbchen. Ich habe so eine Objektivreinigungsflüssigkeit. Das Wattestäbchen wird nass gemacht erstmal, weil die Linse ist natürlich ganz schön trüb von beiden Seiten. Das wird jetzt erstmal nur ein bisschen grob gemacht, auch hier. Erstmal nur den groben Schmutz runterholen. Das sieht man natürlich erstmal gar nicht so gravierend. Da muss man auf jeden Fall ein paar Mal rüber gehen. Immer wieder sauber machen. Und immer wieder nass machen zwischendurch. Weil die Kamera ist hier, wie gesagt, 80, 90 Jahre alt. Und in der Zeit hat die Kamera sehr viel erlebt. Und wahrscheinlich ist die noch nie gereinigt worden. Hat noch nie eine kleine Streicheleinheit erfahren. Sondern lag die letzten 50, 60 Jahre wahrscheinlich sogar einfach nur in irgendeinem Schrank, Dachboden oder. So, auch von hier hinten gehen wir dann rein.
ist natürlich eine blöde Arbeit und normalerweise müsste ich auch diese kleine Linse hier vorne, müsste ich auch wahrscheinlich ausbauen, aber die hat hier rechts und links so zwei kleine Vertiefungen. Das heißt, man bräuchte so eine Art, ja, so eine, ein Spezialwerkzeug, wo dann rechts und links so eine kleine Vertiefung ist, wie so eine Art Zange. Wie die dann hier die Ummantelung rausholt, wo dann die Linse auch von der anderen Seite. Ich gehe davon aus, dass dahinter noch eine Linse steckt. Aber wie gesagt, die hole ich jetzt nicht raus, weil da sind zwei kleine, das sind zwei kleine Punkte. Das ist also wie so ein, zwei Nägel und dann müsste man die damit rausdrehen können. Und das werden wir jetzt nicht machen können, weil dieses Werkzeug habe ich jetzt nicht. Ich gucke nur mal, ob man, ich mache mal auf lang. Das Einzige, was die Kamera im Endeffekt kann, ist Langzeit, wie man hier sieht, Langzeit. Da. Bulb heutzutage oder früher wahrscheinlich auch, weil hier steht ein B und dann 25 und 50er Auslösung. Also es ist eine ganz einfache Kamera, wo man auch nicht richtig scharf stellen kann, sondern da wurde damals einfach nur gesagt, du hast entweder Landschaft, also sehr weit weg, unendlich, Porträt oder eine Gruppe. In diesen drei Richtungen konntest du es drehen und das war alles, was du machen konntest. Und trotzdem haben die Leute damals gute Fotos machen können, die heute noch hohe Beachtung finden von einigen Fotografen. Und diese Linse hier, die werde ich komplett einsprühen mit dem Silber und auch auf den Silber legen. Von beiden Seiten. Auch nochmal einen neuen Q-Tip. Das kann man ruhig sehr, sehr nass machen hier. Und dann gehen wir hier einfach über die Linse erstmal rüber. Versuchen, den groben Schmutz runterzuholen. Was wir auch schon haben. Auf der anderen Seite natürlich auch. Ordentlich Dreck drauf. In ein Extra-Zeber nochmal ordentlich was drauf machen. Das Zeber kann ruhig richtig nass werden, weil jetzt gehen wir einmal so rüber, grob. Kanten auch. Wir können noch auf die Linse fassen, noch ist es nicht so weit, dass wir die einsetzen, sondern die wird noch ein bisschen geschrubbt. Sieht auf jeden Fall sehr gut aus, kann man nicht anders sagen. Ja, da hängt zwar in den Ecken immer noch ein bisschen was rum, das muss man dann halt ein bisschen heftiger bearbeiten. Dann sprühen wir das Ganze nochmal ein. Wie gesagt, wir holen jetzt hier Schmutz von 70, 80 Jahren runter. Und dafür ist die Kamera wirklich noch top in Ordnung.
weil von außen sieht die kleine Schönheit bis auf eine kleine Ecke vielleicht immer noch sehr, sehr, sehr hübsch aus. Und Vogtländer war ja immer schon eine sehr, sehr gute Kameramarke, die auch sehr viele Innovationen auf den Markt gebracht haben. Nur leider ist es immer so ein deutsches Unternehmen, oder das ist glaube ich ein schweizerisch-deutsches Unternehmen hinterher, die haben es dann einfach nicht mehr ganz so einfach gehabt gegen die japanische Konkurrenz, wie Nikon, Canon, die dann damals auf den Markt kamen, weil die dann sehr, sehr teuer waren. Aber ja, das sieht schon mal sehr gut aus. Die Linse hat keine Kratzer. Hier ist eine kleine Ecke, aber ich denke mal, die Ecke, die ist sogar schon vom Werk aus gewesen. Das wird hinterher natürlich nicht mehr sichtbar sein, wenn man die einlegt. Das ist aber auch nicht tragisch, weil wir brauchen eh nur diesen Ausschnitt hier. So, haben wir schon mal recht gut sauber gekriegt. Jetzt werden wir die Linse noch einmal abschließend reinigen. Und richtig schön trocken polieren, dass nichts mehr dran bleibt. Ich habe jetzt leider Gottes erst die Idee gehabt, das Video zu machen, nachdem ich die Kamera schon aufgemacht habe, was aber nicht ganz so tragisch ist. Jetzt packen wir die Linse hier auf einen sauberen Zeber. Das hier kommt erstmal weg, weil wir jetzt an die andere Linse rangehen. Jetzt haben wir es schwieriger. Jetzt müssen wir nämlich das hier wirklich trocken und bis in den Rand hinein sauber kriegen. Bei diesen Linsen ist es eigentlich ja noch recht einfach. Die waren ja noch nicht mal vergütet. So. Sieht sehr gut aus. Das hier behalten wir dann gleich für die. Ich mache das jetzt mit einem trockenen Zeber. Die Linse hier auch. Mal richtig trocken und schön polieren. Ich meine, ich bin für so eine kleine Linse wahrscheinlich sogar zu nah an der Kamera. Ihr seht das nicht die ganze Zeit, aber das ist halt jetzt eine Arbeit, die werdet ihr euch ja selbst vorstellen können, wie das jetzt geht. Man putzt so lange, bis man zufrieden ist mit der Linse. Auch die hier sieht sehr, sehr, sehr gut aus. Ich würde jetzt nicht sagen, dass die Kratzer hat.
So ein Zeber fusselt natürlich. Das heißt, das ist erstmal nur für die grobe Reinigung. Und dann bleiben natürlich ein paar Zeberfusselchen drauf. Es gibt auch für die Kameras sogenannte Cleaning Kits. Da sind dann zum Beispiel einmal die Flüssigkeit und auch so Handschuhe dabei und ganz für später dieses Mikrofasertuch. Und dann ist da noch so ein Pinselchen dabei. Normalerweise soll man erstmal den groben Schmutz oder den Staub damit so wegpinseln. Ich meine, wir reden jetzt hier nicht von losen Staub, sondern wir reden hier von Dreck, der sich auf der Linse festgesetzt hat, über 70, 80 Jahre. Und da kannst du nicht viel ausrichten mit dem Pinselchen. Und dann gibt es noch so Blasebalgs. Sieht dann ähnlich so aus wie das hier, nur in kleiner. Und damit kann man dann den Staub wegpusten. Weil wenn man das mit dem Mund macht, dann kommen kleine Tröpfchen von Spucke und so weiter, können sich auf die Linse festsetzen. Und so kann man das dann verhindern. Das hier ist jetzt kein echter Blasebalg für Kameras, sondern das ist eine Klistierspritze, weil ich habe ja schließlich, komme ich ja auch aus der BDSM-Filmbranche. Und von daher brauchte ich diesen Blasebalg nicht. Ich habe sowas in groß. Jetzt werden wir diese Linse auch nochmal richtig schön bis zum Rand. Die sagen immer, man soll von außen, also von der Mitte zum Rand. Bei dieser Linse hier ist es nicht mehr ganz so tragisch. Da kann man durchaus ein bisschen rabiater auch mal vorgehen. Deswegen habe ich die sehr, sehr nass gemacht, damit sich der Schmutz auch lösen kann. Und wie man sieht, ist es ordentlich schwarz geworden. Im Gegensatz zu hier kann man vielleicht auch in der Kamera erkennen, ist es doch ein bisschen anders geworden. Also es war ordentlich Dreck drauf und ist noch wahrscheinlich. So. Nehmen wir noch die andere Seite. Gehen wir hier richtig schön rüber. Und auch nochmal hier so. Sieht gut aus. Jetzt werden wir die Linse nochmal fester und gründlicher reinigen, besonders den Rand natürlich. Auch wenn wir dann diese Zeberfusseln drauf machen. Blicky, hörst du mal auf, andauernd die Tür aufzumachen? Dein schwuler Freund kommt heute nicht. Hier haben wir Glück. Ja. Dafür, dass die Linse so alt ist, ist wirklich kaum Kratzer oder beziehungsweise keine sichtbaren Kratzer. Ich habe ja immer noch diese Zeberfusseln drauf. Hier gehen wir auch mal richtig einmal rüber.
sägen das auch ab. Das auch. Jetzt werden wir uns einmal der Optik nochmal zuwenden. Dazu machen wir wieder neues Wattestäbchen nass, aber diesmal nur das Wattestäbchen. Gehen hier über die Linse und den Rand. Nochmal nass machen. Ordentlich drüber rubbeln. Biegen uns die andere Ecke. Wie gesagt, das Ding ist hier so klein. Dass wir hier wirklich Schwierigkeiten haben. Aber es geht. Widmen uns jetzt einmal dem Teil hier hinten drin. Neues Wattestäbchen. Richtig feucht. Kriechen hier auch rein. Ja, sieht sehr gut aus. Jetzt müssen wir uns so eine Verlängerung basteln, damit wir das Objektiv hier hinten, die Linse, auch schön sauber machen kann. Dazu drehe ich das einfach immer nur. Gehe jetzt noch mal mit dem trockenen Wattestäbchen in die Ecken rein und über die Linse auch, weil wie gesagt, das hier ist eine sehr, sehr schwierige Sache. Dann stellen wir die Kamera, beziehungsweise sie ist noch auf Bulb, und gucken uns das Ganze einmal an. Ich werde wahrscheinlich wirklich die kleine Linse auch ausbauen müssen. Vorne. Wie man sieht, das ist jetzt nicht von vorne, sondern das ist tatsächlich von hinten. Also ich muss tatsächlich auch diese Linse hier nochmal ausbauen. Wenn man Glück hat, kann man das mit zwei Schrauben, mit zwei Nägeln hinkriegen. Aber auch nur, wenn das nicht sehr fest sitzt. Weil wenn es zu fest sitzt, die Verschraubung, hier waren es jeweils eine Schraube, war immer sehr, sehr fest. So, die Nägel sitzen schon mal sehr gut. Ich habe Glück, ich kann es drehen. So. Das heißt, ich kann das ganze Objektiv, die ganze Linse hier einmal rausdrehen. So. Vorsichtig. Ja. Das heißt, ich kann jetzt auch diese Linse hier und hier von hinten, können wir die auch reinigen. Eine Linse hier, die muss mehrmals noch sehr heftig gereinigt werden. Ich glaube noch nicht mal, dass die hier so schmutzig ist,
wie die Vorder-, wie das Vorderteil. Gucken wir mal. Ja. Geht. Auch natürlich ein bisschen über die Jahrzehnte. Da werden wir dann auch mal drüber gehen. Logisch. Da müssen wir nur vorsichtig sein. Ich zeige euch das mal. Und zwar, seht, ich hoffe, ihr könnt das hier ein bisschen erkennen. Hier, der Verschluss sitzt vor dieser Linse. Moment, so. Und wir müssen das dann offen haben und dahinter müssen wir dann rein und mit dem Wattestäbchen, da müssen wir natürlich dann vorsichtig arbeiten und sehr trocken auch machen. Aber nur so geht es und ich werde jetzt mal kurz eine Pause machen mit Videos, weil ihr wollt ja nicht die ganze Zeit nur zusehen, wie ich hier das reinige. Ich werde jetzt einmal die Linsen komplett von innen und von außen reinigen und melde mich dann wieder, wenn ich es zusammenbaue. So, ich habe jetzt hier schon mal soweit alles immer wieder gereinigt. Ich habe die Linse hier wieder eingesetzt mit den Schrauben, mit den Nägeln und puste jetzt noch mal den ganzen Staub hier raus. Wie gesagt, nur mit dem Blasebalg. Auch die Linse ist jetzt sehr, sehr schön sauber wieder geworden. Die wird jetzt wieder ganz vorsichtig reingeschraubt. Moment, bin ja auch doof. Nee. Vorher müssen wir natürlich die Kappe wieder drauf machen. Die wird jetzt auch einmal gereinigt. Ganz vergessen, die schwarze Kappe. Das Schönste von der Kamera. So rum rein. Also nicht wie eine normale Schraube. So. Und hier. Kommt es dann dazu, dass wir das hier in der Mitte stellen. Also hier wäre der Endpunkt. Das merkt man auch schon daran, dass es hier nicht weitergeht, also ist es hier und hier, das werdet ihr gleich sehen, was ich meine, weil da kommen nämlich kleine Schräublein rein. Einige Beteiligungen dazu. Die größte Beteiligung hat einen Wert so zwischen 80 und 100 Millionen, je nach Börsenkurs. Also da kommt einiges zusammen. Denn natürlich Aktien, die. Und zwar die Abstandshalter. In unterschiedlichen Branchen. Also das alles jetzt aufzuzählen, würde lang sein. Wenn wir Glück haben, geht die jetzt so rein. Sehr weit gefasst, da wird das, oder? Das weiß ich auch nicht. Also ich denke, wenn man 55.000 Mitarbeiter hat, dann ist man irgendwie doch auch kein Mittelstand mehr, sondern das ist, dann spielt man schon in einer anderen Liga. So. Bei und die andere. In Hamburg werden die Fotos für das Sonderheft ausgewählt. Unter den reichsten Deutschen sind auffällig viele Familienunternehmer aus dem sogenannten Mittelstand. Eine deutsche Besonderheit. Das war auch die Schraube, die vorhin Probleme gemacht hat. Die Titelgeschichte für diese beim Rauskriegen, die wollte gar nicht raus. Gab über den Superreichen in Deutschland im vergangenen Jahr. Die Oma mit Schäfflers, die Materialchen und ihr Sohn, dem inzwischen 80% gehören, Mama gehört nur noch 20. Die Schäfflers stehen schon seit vielen, vielen Jahren bei uns ganz vorne auf der Liste. Und ich müsste gucken, so genau habe ich so im Kopf oder so. Was sieht man hier? Vielleicht sind es auch ein paar mehr oder weniger. Hier unten haben wir Frau Bartel-Tran. Porträt, Gruppe, Landschaft. Und hier Frau, wird es dann festgehalten. Man kann also nur noch bis hierhin und dahin drehen. Jetzt kommen noch hier
die Schräublein rein. Jetzt müssen wir die hier wieder reinkriegen. Ich mach mal hier oben das Loch zu und hole mir noch eine Pinzette. Jetzt wird die auch wieder festgeschraubt. Die Schrauben gehen natürlich ganz normal rein. Bei den Schrauben, die habe ich so hingelegt, wie ich sie rausgeholt habe, damit sie auch so wieder reinkommen, wie sie vorher drin waren. Also die gleiche Schraube am gleichen Platz. Kriegen wir die so rein? Jo, die geht so rein. So. Jetzt haben wir hier schon mal unser tatsächliches Objektiv. Wir können hier auch sehen, dass wir hier wieder die Einstellungen haben. Und hier können wir alles wieder so auslösen, tut sie auch. Jetzt werde ich dieses Objektiv hier, was wir frisch gereinigt haben, weil wir hier noch rein müssen und das komplett sauber machen müssen. Das heißt einmal den Spiegel hier hinten, der hier oben, was man vorne hier durch das Objektiv dann sieht, nach oben auf diese Linse hier bringt. Das heißt, wir müssen jetzt auch den Spiegel reinigen. Und das machen wir hier einmal durch das Loch. Und da ist es dann praktisch, wenn wir den Spiegel jetzt nicht ausbauen, wenn wir da so ein Brillenputztuch nehmen, und das geht eigentlich ganz wunderbar damit, Finger rein über den Spiegel hier, so lange wischen, bis der sauber ist. Und der Spiegel selbst macht keine Fotos oder verschmutzt Fotos, sondern er zeigt uns nur das tatsächliche Bild, was wir hinterher aufnehmen. Einmal hier drin in hell, so eine ungefähre Vorstellung, was hier hinterher auf unser Negativ kommt. Es ist eigentlich keine echte Vorausschau, so wie bei den Digitalkameras, wo man eigentlich den ganzen Bildausschnitt fast sehen kann. Bei manchen ist es 98, bei manchen ist es vielleicht 100%, das weiß man ja auch nicht so genau, welche Kamera da komplett. Aber hier ist es so, da nehmen wir den Spiegel jetzt nicht raus, weil ich finde, das reicht, wenn wir den mit dem Brillenputztuch von außen reinigen. Das werde ich jetzt machen, und wenn ich das dann das Objektiv wieder ranschraube, dann werde ich euch nochmal dazu nehmen. Ich habe jetzt mit den Fingern und ein Brillenputztuch, jetzt nehme ich mit zwei Wattestäbchen um die Ecken hier und den Rand unten auch richtig an den Metallkanten. Muss nicht sein, wie gesagt, das ist eigentlich schon fast zu viel, weil der Spiegel hat jetzt nichts, wie gesagt, nichts damit zu tun. Aber es ist dann halt ein bisschen sauberer noch und soll ja die nächsten Jahrzehnte uns erfreuen. Und wie gesagt,
so ein Spiegel. Die Linse wird nur auf nackten Metall gelegt. Da ist jetzt ein Staubschutz in dem Sinne, ist jetzt wirklich nicht so vorhanden. Und dann wird auch wieder mit dem Blasebalg der Staub weggepustet. Das Objektiv hier habe ich abgeklebt mit Tesafilm, damit wir das nicht gleich wieder so ein bisschen vollsauen. Gucken wir mal, wie es aussieht. Ja. Der Spiegel kann noch eine Reinigung vertragen. Dann werden wir das Tuch einmal noch mal nass machen, sehr kräftig drüber gehen. Man sieht, dass der Spiegel ein paar Kratzer hat und Spiegel werden mit den Jahren auch durchaus mal ein bisschen blinder. Aber das alles ist hier recht unspektakulär noch im normalen Rahmen. Das ist die Kratzer hier. Das ist tatsächlich wirklich nur von hinten, wie ihr schon mal aus Badezimmerspiegeln, so ganz alte, wo sich dann die Beschichtung hinten abgelöst hat, so ein kleines bisschen, wo was ein bisschen reingekommen ist. Und das werden wir auch nicht wegkriegen. Nur noch die Fusseln machen wir jetzt weg. Und dann können wir das auch wieder zusammenbauen. Und jetzt gehen wir nochmal mit dem normalen Brillenputztuch rein. Schön den Spiegel mit dem Finger so weit und so gut man in jede Ecke reinkommt. Jetzt wird hier ordentlich Staub rausgepustet. Sehr gut aus. Ich weiß nicht, ob ihr es so sehen könnt, aber schön sauber. Ja. Jetzt kommen wir zu den Kniffen. Die kleinen Metallhaken halten diese Linse und die müssen wir jetzt ganz vorsichtig wieder reinkriegen. Das heißt, wir werden mit dem Finger hier reingehen, aber den Finger entweder nehmen wir so einen Handschuh, wenn wir sowas haben. Oder wir legen den Spiegel auf so eine Art, also ich habe jetzt hier diese Handschuhe, wir können aber auch einen Zeber nehmen oder eine Plastiktüte, am besten ist eine Plastiktüte. Wir wollen nämlich gleich nur einmal die Lupe einmal nur hier unten, dass der nicht reinfällt und Metall. Es ist keine Gummidichtung da, sondern es wird auf nacktes Metall gelegt. Und von daher wollen wir den Spiegel einfach nur ein bisschen hier festhalten können. Wir pusten es nochmal ab. Wie gesagt, nicht drauf pusten, sonst habt ihr kleinste Spuckepartikel drauf. Und es beschlägt auch. Jetzt legen wir das dann hier rein. Vorsichtig. Wie gesagt,
Es ist eine Lupe, die auf Metall liegt. Wunderbar. Jetzt kommen wir zu den allerkniffligsten wieder. Ich weiß nicht, wie die das hingekriegt haben. Auf jeden Fall haben die so ganz kleine Dreiecke. Und die halten rechts und links das Lupenglas. So, und die müssen wir natürlich da wieder reinkriegen. Und das ist natürlich das Schwierigste. Wir müssen das kleine Dreieck nämlich einmal auch hier da ein bisschen unter die Abdeckung hier da reinkriegen. Und das ist jetzt eine kleine knifflige Aufgabe, aber das ist das Ende und dann ist die Kamera wieder fertig und kann Fotos machen. Mehr war das nicht. Es war noch nie da und unser Ziel ist es, das Fitnesszentrum weltweit zu werden. Und nun abschließend. Kommt die letzte Linse wieder rein? Und die wird richtig rum reingeschraubt. Ja. Okay. Unsere kleine Schönheit. Ist wieder fertig. Und sauber und kann wieder fotografieren. Was wir auch sehen können, wenn wir jetzt hier hinten mal die Blende aufmachen. So. Okay. Wir haben Glück und eine wunderschöne Rollfilmkamera 6x9 oder 6:9 von Vogtländer, die Brillant, ungefähr um die 1932 wurde diese Kamera hier gebaut und dafür sieht sie wirklich klasse aus. Linsen sind wieder sauber, wir können durchgucken, oben und unten. Verschluss geht, bereit für Filme.